Ja, wir sind jetzt hier im Säumehaus in der 6. Klasse und ich sehe schon, dass ihr in Bio ein wirklich schönes Plakat gemacht habt. Ja, das sieht wirklich schön aus. Könnt ihr das vielleicht mal bitte vorstellen? Also, wir hatten zu der Zeit da Dinosaurier als Thema und unsere Idee, unsere Frage war, warum sind die Dinosaurier ausgestorben und was wäre, wenn nicht? Ja, wir haben das Plakat teils in der Schule und teils zu Hause gemacht. Wir haben uns überlegt, was gute Fragen wären. Und die Antworten, die haben wir uns dann aus dem Internet geholt. Und wir haben hier auch auf dem Plakat so Interviews geführt und manche Leute gefragt, wie sie das finden würden, wenn die Dinosaurier nicht ausgestorben wären. Ja, und was habt ihr Schönes zum Thema Dinosaurier gemacht? Wir haben ein kleines Video gedreht und das haben wir teils in der Schule und teils zu Hause gemacht. Hier seht ihr, welcher Dino von wann bis wann gelebt hat. Hier seht ihr einen Maiasaurer und einen Menschen. Zum Vergleich, der Maiasaurer ist schon etwas größer als wir. Wir haben die meisten Infos aus dem Internet und wir wussten halt auch schon manches über die Maiasaurier. Ja, und das Videodrehen, das hat eigentlich sehr viel Spaß gemacht und wir würden das auch noch mal machen. Ja, ich sehe schon, ihr habt die Regenwürmer. Was habt ihr denn mit denen vor? Ja, also wir haben ganz viele Experimente im Unterricht gemacht, aber was sehr interessant war, dass sie kleine Widerhaken haben. Und wenn sie auf Papier zum Beispiel rumkriechen, man das richtig gut hört. Ja, das hört man auch gut. Und außerdem sind sie gar nicht so eklig, wie viele empfinden, sondern auch ganz niedlich und die tun auch viel für die Umwelt. Deshalb sollte man sie auch nicht zerschneiden, denn das überleben sie nämlich nicht. Ich sehe, du hältst hier ein Froschtagebuch in der Hand. Kann mir jemand bitte erklären, was das ist? Es ist einfach ein Tagebuch in der Sicht eines Frosches. Somit wird die Metamorphose besser erklärt und dass es jeder verstehen kann. Ja, also es ist eigentlich ziemlich einfach geschrieben, zum Beispiel: Hi, liebes Tagebuch. Heute bin ich 7 Wochen alt geworden. Meine Hintergliedmaßen haben jetzt endlich angefangen zu wachsen. Und Bibi sagte heute zu mir, es kommen noch die Vordergliedmaßen und die Lunge. Das sieht ja interessant aus. Was habt ihr denn hier gemacht? Also, wir haben uns im Unterricht mit der DNA beschäftigt und da haben wir etwas Praktisches hier gemacht, und zwar ein Modell, wie die DNA vereinfacht aussieht. Und welche Lernmethoden werden generell so im Biologieunterricht verwendet? Also, wir legen großen Augenmerk darauf, das Wissen so weiterzugeben, dass es jeder verstehen kann. Für Schüler ist es dann wichtig, Sachen selber herauszufinden. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir dann in der 5. Klasse einmal ein Herbarium anfertigten. Also wir sammelten Blätter oder andere Pflanzen, trockneten sie und haben dann diese Pflanzen aufbewahren können. Also eine schöne Sache gewesen. Außerdem experimentieren wir viel. Wir gestalten Plakate, also sehr viele praktische Sachen, um das Wissen besser rüberzubringen. Falls Sie Fragen haben oder nähere Informationen benötigen, besuchen Sie gerne unsere Webseite www.staugustin.de.